Hallo und schönen guten Tag an alle altgriechisch Interessierten. Herzlich willkommen zu meinem fünften altgriechisch Video. Es geht weiter mit dem Xenophon Anabasis Text, den ich so ein bisschen erläutere, mit dem ich so ein paar Tipps gebe, wie man ihn übersetzen könnte und so weiter und so weiter. Ich habe das ja schon vorgemacht und heute geht es um diesen Satz, der hier steht. Ich habe ja schon die Strukturierung vorgemacht, also wir haben zwei Sätze. Kolumnistische Schreibweise und die Verben haben wir auch schon festgelegt und ich sage nochmal, die Übersetzung läuft im Prinzip so ab, dass man natürlich das Lexikon neben sich liegen hat. Noch wichtiger ist eine gute Grammatik und dass man sich dann von Verb zu Verb weiter hangelt oder anfängt, wobei man natürlich beachtet, hier zum Beispiel solche Verbinder und eben dann die Verbform, man beachtet Präpositionen, ja, und Ataxerxes und Dareios, die Subjekte müssen nicht immer eben am Anfang stehen. Ja, hier wieder eine Präposition und dann das Hos so angehoben. Da guckt man natürlich dann, was ist das. Gut, machen wir also mal Epidede Eteloitese Dareios, als aber der Dareios, nachdem aber der Dareios gestorben war. Ihr seht, ich habe hier jetzt ein so einen temporalen Nebensatz, den habe ich jetzt nicht abgesetzt. Das finde ich immer schwierig in einem unbekannten Text. Natürlich kann man an dem EPD erkennen, kann jetzt jeder sagen, okay, ganz klar, Nebensatz habe ich jetzt nicht gemacht, nicht eingerückt, nachdem aber der Dareios gestorben war. Und dann haben wir Kateste, das ist der dritte Singular Aorist von Katistemi. Pardon. Einnehmen, wiederbesetzen, je nachdem, Esten Basileian in die Königsherrschaft, Ataxerxes. Und ich schreibe jetzt einfach mal, und Ataxerxes den Thron wieder ein, und Ataxerxes den Thron eingenommen hatte. Und Ataxerxes den Thron innehatte. Auch nicht schlecht. Ja, geht auch. Machen wir mal das nächste. Innehatte. Gucken wir mal. Tissaphernes diaballe ton kyron als der erste Abschnitt und dann proston adelphon, der zweite Abschnitt, und hos epibuloioi Auto, der dritte Abschnitt. Also, wir machen das der Reihe nach. Tissaphernes, diaballe, ton kyron, diaballe, ganz normal, dritte Präsens. Ich habe mir rausgesucht, verleumdete oder verleumdete. Verleumdete hört sich ganz gut an, ja. Verleumdete der Tissaphernes den Kyros Proston Alphon bei dem Bruder. Ich sage nochmal, das sind hier natürlich nur Vorschläge, das ist hier nicht, das ist keine Musterlösung, bei Gott nicht, um Gottes Himmels Willen, sondern wenn ihr das wollt, könnt ihr euch daran orientieren. Ihr könnt das gerne so übernehmen, ihr könnt das natürlich auch ganz anders übersetzen, wenn ihr sagt, nee, das möchte ich gerne anders übersetzen, besonders bei Partizipialkonstruktion, so wie jetzt eine kommt. Dies hos epibuloioi auto, epibuloioi, entschuldigt keinen Partizip, was habe ich da gesagt, wie schrecklich. Dritte Singular, Präsens aktiv oder zweite Medium kann das auch sein, aber eben an der Eu-Endung, aber hier ist es natürlich dritte Singular, hos wie oder des hos wie um, ja, um ihm einfach zu schaden. Oder als ob er, was weiß ich, was habe ich noch gefunden, als ob er Böses machen wolle oder ich schreibe hier einfach, um ihm zu schaden. Oder dass er ihm schade, dass er ihm Böses wolle, habe ich irgendwo mal gelesen. Böses wolle. Nehmen wir das, das passt eigentlich am besten. Gut. Eben.
Ja, ihr seht, so ackert man sich dadurch. Das ist jetzt eigentlich gar nicht allzu schwierig. Jetzt sage ich natürlich auch ehrlich, der Text ist jetzt auch nicht besonders schwierig, sondern ist ja schön strukturiert. Wenn ich mal, was wollte ich mal, Sokrates mache ich natürlich mal, ja, die bekannten Stellen, ja. Ich weiß nicht, ihr Richter, was man euch erzählt hat, das muss ich unbedingt machen. Das finde ich so schön, oder? Dichtung ist auch klasse, Andra Moenia Permusa, Polytropon, Hospala Polaplanti. Das ist auch schön. Gut, also Rhodopetetai. Rhodopetetai, habt ihr auch nachgeguckt? Rhodopetetai, ich habe das nachgeguckt, dritte Präsens natürlich, sich überzeugen lassen. Ich sage nochmal, ob man das jetzt hier im Präsens oder im Imperfekt schreibt, muss auch jeder für sich überlegen, sich entscheiden. Der aber, ich erzähle das hier. Im Imperfekt, der aber ließ sich überzeugen. Und Sylambane Kyron. Sylambane, habt ihr auch nachgeguckt, wieder ganz normal, dritte Präsens. Und dritte Präsens und ließ den Kyros verhaften. Verhaften, Hos, das, jetzt bin ich da, das hatte ich eben im Kopf. Hos apoktenon ist ein Nominativ Singular, Partizip Futur. Mit oder ohne hohes Partizip Futur hat so einen finalen Sinn. Deshalb mache ich dann schön oben Zusatz draus, um ihn, ja, apokteno hinrichten lassen, um ihn hinrichten zu lassen. Also, Komma, um ihn hinrichten zu lassen. Punkt. Punkt? Nee, Hochpunkt. Entschuldigt. Pardon, pardon, pardon. Um ihn hinrichten zu lassen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, so auch vom Sinn her. Da könnt ihr gerne, was macht man, wenn der Sinn etwas, finde ich, obwohl wir das schon zerlegt hatten. Wir haben hier Hädemäter, die Mutter aber. Jetzt haben wir die erste, exaitesamene, habt ihr nachgeguckt, Partizip aorist. Im hier Femininum natürlich, exaitesamene, erkennbar an dem Äther, exaito, fordern. Also die mutterte. Die Mutter aber forderte ihn. Die Mutter aber, nachdem sie ihn gefordert hatte, oder nachdem die Mutter ihn gefordert hatte, muss man jetzt natürlich, nachdem die Mutter ihn zurückgefordert hatte, die Mutter aber holte ihn sich zurück. Das könnt ihr alles schreiben in Verbindung mit dem nächsten Satz. Die Mutter aber, ja, befreite ihn ist schwierig, aber die Mutter aber holte ihn sich zurück. Die Mutter, ich mache jetzt so eine Beiordnung, müsst ihr auch nicht machen. Die Mutter aber holte ihn zu sich zurück und Apopempe, das und ist jetzt auch auf meinem Mist gewachsen, und Apopempe palin epithein archein. Epithein archein hatten wir schon mal in die Herrschaft zurückholen. Palin zurück wiederum. Palin, Apopempe, dritte Singular von Apopempo. Kann wieder zweite Medium sein, aber passt hier nicht in die Geschichte rein. Und hier zurückschicken. Und schickte ihn wieder zurück. In die Herrschaft, ja, in seine Statthalterschaft. Oder und erreichte, dass er wieder den Statthalter machen durfte. Ist auch nicht gut. Und erreichte. Nee, ich mache einfach. Und schickte ihn wieder. Und schickte ihn wieder in die, was habe ich eben gesagt, Statthalterschaft zurück. So. Ja, ich finde, das ist so ein Vorschlag. Ich sage nochmal, alle, die einen Herzanfall kriegen bei meiner Übersetzung, ist ein Vorschlag. Ich habe so ein, wollte ich noch hinzufügen, ihr seht das an den anderen, ihr kriegt die schriftlichen Unterlagen ja als PDF-Dokument auf meiner Homepage. Ich mache da immer so einen handgeschriebenen Zettel bei. Ich bin zu faul, sage ich ganz offen, diese handgeschriebenen Zettel mit der Maschine zu schreiben. Ich weiß, dass man mit dem Computer altgriechisch schreiben kann. Das ist eine Heidenarbeit, da habe ich keinen Bock zu. Also wer da, der muss, wer das, wen das interessiert, der muss meine Handschrift ertragen. Das sage ich jetzt einfach so, das geht nicht anders. Gut, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann denke ich mir, gucken wir uns gleich den nächsten Satz an. Hoch
Rhodos Apelte, Kyni Neusas, Kai Atimastes, Komma, Buloyetai, Hoppos, Mepote, Etiestai, Epito, Adelfo, Komma, All, sehr hübsch, Komma, En, Dynetai, Komma, Basileuse and Ekenu. Das ist hübsch, ja. Du wirst nichts auch machen. Parysatis, ehrlich? Parysatis, nicht Parysatis. Ich muss mal eben in einen der vielen... Parysatis, tatsächlich. So kann man sich täuschen. Parysatis, Mendeimeter, Hyperche, To, Kyro, Komma, Kyro. Philosa, Odon, Malon, Eton, Basileuta, Adaxaxen, Komma. Hostis, Daphignoito, Oton, Para, Basileus, Parapros, Oton, Komma. Pantas, Otto, Iates, Oseto, ihr entschuldigt mein Genuschel. Ja, es geht einfach nur um die kolometrische Schreibweise. Ich hoffe, ich übersetze, ich überlege, ja, das war's. Ihr seht, und dann habe ich oben noch, ich mache immer so eine doppelte Leerzeile, damit man dann, ihr seht, alleine all, dann kommt nix, in Dynetai, ganz klar, dass der Allsatz hier bei dem Basileus hier weitergeführt wird. Da braucht man jetzt nicht viel Kenntnisse zu haben, sondern das sieht man, also das erahnt man fast schon. Dann haben wir hier, dann mache ich eben nochmal drei Leerzeilen, wenn ein Punkt da ist. Hostis Auton, Basilei. Enae Basilei. Mache ich noch eine. Und dann sind wir im Prinzip schon fertig. Also eine hübsche Seite. Ja, Hausaufgaben zur nächsten Stunde. Verb markieren, so wie wir das bisher gemacht haben. Präpositionen. So ein bisschen einrücken, was zueinander gehört. Vielleicht findet ihr ein Genitivattribut, vielleicht findet ihr eine Präposition. Verben bestimmen, möglichst viele Verben bestimmen, schön rot unterlegen und natürlich im Lexikon nachschlagen. Und dann schaffen wir das im nächsten Video, denke ich mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wünsche euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.